Leute, hier ist Ansu und ich befinde mich heute mal wieder hinter der Kamera, denn ich möchte euch eine App zeigen, die euch viel dabei helfen kann, Japanisch zu lernen. Und zwar heißt diese App Imiwa. Imiwa ist übrigens Japanisch und Imi heißt so viel wie Bedeutung. Und übersetzt heißt das Ganze dann so viel wie die Bedeutung ist oder was ist die Bedeutung? Ich finde, das ist ein sehr passender Name für diese App. Diese App ist nämlich vorwiegend ein Wörterbuch. Wenn ihr die App öffnet, kommt ihr in diesen Bildschirm und hier könnt ihr einfach Wörter suchen. Zum Beispiel suchen wir mal nach Reden, weil ich heute sehr viel reden werde. Genau. Und dann werden euch hier Suchergebnisse angezeigt. Zunächst werden euch die genauen Übereinstimmungen angezeigt und weiter unten habt ihr dann noch weitere Ergebnisse, die vielleicht auch zu eurer Suche passen könnten. Dann könnt ihr hier einfach durchscrollen und schauen, was vielleicht das Wort ist, was ihr wollt. Und wir klicken einfach mal das hier an. Wenn ihr dann ein Wort angeklickt habt, dann kommt in diese Übersicht. Hier wird euch nochmal angezeigt, wie das Wort in Kanji geschrieben wird, beziehungsweise stehen auch die Hiragana oben drüber, damit ihr das auch lesen könnt. Wenn ihr dann weiter runter scrollt, wird hier die Übersetzung angezeigt. Bei mir ist hier jetzt Deutsch und Englisch, aber man kann sich noch weitere Sprachen einblenden lassen, wie Portugiesisch, Französisch und auch alle möglichen. Aber ich habe nur Deutsch und Englisch aktiviert, weil alles andere für mich jetzt nicht so viel Sinn macht. Dann könnt ihr euch hier Notizen hinzufügen, falls ihr euch vielleicht irgendwas Besonderes zu dem Wort merken wollt oder hier aufschreiben wollt. Ich selber habe das aber eigentlich noch nie gemacht. Und dann werden hier auch Beispielsätze angezeigt. Das heißt, ihr seht, wie dieses Wort in einem richtigen Satz benutzt wird. Und das ist ganz praktisch, wenn das Wort vielleicht ein paar grammatische Besonderheiten hat. Und hier könnt ihr euch dann noch mehr Beispiele anzeigen lassen und da einfach ein bisschen schauen. Hier unten werden dann noch die Kanji angezeigt, die dieses Wort beinhaltet. Bei diesem Wort ist es jetzt so, dass die beiden Schreibweisen jeweils nur ein Kanji beinhalten. Aber es gibt ja auch Komposita, wo das Wort aus mehreren Kanji besteht. Da werden diese hier dann nochmal sozusagen alle aufgelistet. Und wenn ihr dann in so einer Kanji-Übersicht seid, dann wird euch nochmal angezeigt, wie dieses Kanji aussieht, wie man es schreibt, wie es gelesen wird, was es bedeutet. Ihr könnt auch wieder Notizen hinzufügen und dann werden euch hier diverse andere Informationen angezeigt, die ihr auch alle irgendwie ausblenden oder einblenden lassen könnt. Hier stehen so Sachen wie die Strichzahl, das Radikal oder auch die Häufigkeit oder in welchen GLPT ihr dieses Kanji können müsst. Ich lasse mir dann eigentlich nur noch anzeigen, welche Nummer das Kanji in dem Buch Remembering the Kanji hat. Also zu Deutsch heißt das Buch die Kanji lernen und behalten. Alles andere fand ich jetzt nicht so wichtig und nimmt einfach nur die Übersichtlichkeit, deswegen habe ich das alles ausgeblendet. Ihr könnt jedes Kanji und jedes Wort übrigens auch zu euren Favoriten hinzufügen. Oder entfernen oder ihr könnt es auch teilen. Aber das habe ich selbst noch nie gemacht und ich wüsste eigentlich auch nicht wozu. Was ich dann noch ganz cool finde an dem Wörterbuch ist, wenn ihr ein japanisches Wort eingebt und dieses vielleicht nicht in der Grundform ist, sondern zum Beispiel wie Hanashita jetzt in der Vergangenheit, dann zeigt euch die App an, okay, das kommt von diesem Wort, Hanasu, aber Vorsicht, es ist konjugiert. Das heißt, ihr wisst sofort, okay, ich muss darauf achten, dass es nicht im Präsens, sondern ich muss schauen, welche Zeitform das ist. Und das sind eigentlich die Funktionen, die diese App als Wörterbuch hat. Aber es gibt noch einige andere Funktionen, die ich sehr praktisch finde. Zunächst haben wir die Funktion der Beispiele. Das heißt, ihr könnt ihr einfach auch wieder nach Wörtern suchen. Und euch werden dann direkt die Beispiele angezeigt. Das heißt, ihr geht nicht erst den Umweg über das Wörterbuch, sondern wenn ihr direkt ein paar Beispielsätze haben wollt, könnt ihr das hier machen. Dann gibt es verschiedene Systeme, um Kanji zu suchen. Zunächst haben wir hier die ganz normale Kanji-Suche. Das heißt, ihr gebt ihr einfach das Zeichen über die Tastatur ein oder vielleicht, wenn ihr es im Zwischenspeicher habt, funktioniert das auch. Aber dazu müsst ihr eben wissen, wie das Zeichen gesprochen wird, damit ihr es auch schreiben könnt. Aber falls ihr das nicht wisst, gibt es hier zum Beispiel auch das Skip-System. Mit diesem System sucht man Kanji, indem man die in Bereiche einteilt und in diesen Bereichen dann nach bestimmten Zeichen sucht oder so. Ich weiß es selber nicht ganz genau, wie das funktioniert, da ich dieses System nicht verwende. Aber hier wird euch auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr dann da auch mal nachschauen. Dann könnt ihr Kanji über die Radikale suchen. Das heißt, ihr werden euch alle Radikale angezeigt, die es gibt, sortiert nach der Strichzahl. Und dann könnt ihr einfach mal zwei Radikale anklicken und dann werden euch eben Zeichen angezeigt, die diese Radikale beinhalten. Auch wieder nach der Strichzahl sortiert. Und dann, was weiß ich, könnt ihr hier eins aussuchen und dann kommt ihr wieder in so eine Kanji-Übersicht. Und zu guter Letzt könnt ihr noch Kanji suchen, indem ihr diese nach den chinesischen Radikalen sortiert. Das habe ich aber selbst auch noch nie gemacht.
Jetzt kommen wir zu der Funktion, für die ich diese App einfach nur liebe. Und zwar ist das die Analyse. Hier könnt ihr einen japanischen Satz eingeben und die App hilft euch dabei, diesen Satz zu übersetzen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo einen Satz gelesen habt, könnt ihr diesen kopieren und hier einfügen. Da ich jetzt aber keinen Satz in der Zwischenablage habe, denke ich mir mal kurz was aus. Also, watashi wa nihongo benkyou suru kedo, iru iru na kotoba wa wakaranai ne? Und jetzt schauen wir mal, ob uns die App dabei helfen kann, diesen Satz zu übersetzen. Das funktioniert so, dass euch hier oben nochmal der Satz angezeigt wird, auch mit Hiragana und mit Romaji dabei. Und hier unten werden dann die einzelnen Wörter angezeigt, was sie bedeuten könnten. Dann könnt ihr auf die Wörter draufklicken, zum Beispiel bei Watashi blinkt das hier unten auf. Und dann steht halt hier, ja, das heißt ich, wer hätte es gedacht. Dann wa, da wird dann sogar hier runter gescrollt, dann könnt ihr draufklicken und dann seht ihr, ah, okay, das ist ein Partikel, der sozusagen das Thema des Satzes markiert. Dann haben wir als nächstes Nihongo, das ist Japanisch. Und dann haben wir den Partikel O, der sozusagen das Objekt markiert. Dann Benkyo, das heißt Studium, Studien, Lernen. Und dann Suru. Bei Suru gibt es jetzt mehrere Varianten. Wenn wir uns die hier alle so anschauen, würde ich einfach mal sagen, wir nehmen die Variante Tun oder Machen. Und dann haben wir im ersten Teil des Satzes noch ein Kedo. Und das heißt so viel wie Aber, Jedoch, Obwohl. Also heißt der erste Teil des Satzes so viel wie, obwohl ich Japanisch lerne. Mal sehen, was ich euch da geschrieben habe. Dann haben wir hier Idu Idu Na, also Idu Idu heißt verschieden und Na ist ein Partikel, der angehängt wird, weil das Ganze ein Adjektiv ist. Und dann haben wir Kotoba, was Sprache, Muttersprache oder auch zum Beispiel Wort bedeutet und in diesem Satz würde ich es eher als Wort übersetzen. Dann haben wir wieder Wa, den Partikel, der das Thema markiert. Und dann haben wir Wakaranai. Das kommt von Wakaru und Wakaru heißt verstehen, begreifen, wissen oder so. Und dann haben wir noch Ne. Das nennt man sowas wie Solidaritätspartikel, glaube ich. Auf jeden Fall heißt der Satz dann insgesamt, obwohl ich Japanisch lerne, gibt es verschiedene Wörter, die ich nicht kenne oder verstehe. Ich finde diese Funktion, diese App richtig praktisch, da man damit wirklich manchmal Sätze übersetzen kann, die man sonst überhaupt nicht verstanden hätte. Dann gibt es hier noch die Funktion, dass man sich die ganzen Kanji nach den JLPT-Stufen sortieren lassen kann. Das heißt, ihr könnt ihr dann nachschauen, wenn ihr ein JLPT machen wollt, ob ihr alle nötigen Kanji könnt. Und dann gibt es diese Sortierung auch noch einmal nach den Schulklassen. Das heißt, hier könnt ihr sehen, welche Kanji in Japan in der 1., 2., 3. Klasse und so weiter gelernt werden. Als letztes sind hier dann noch Funktionen wie der Verlauf. Da seht ihr halt euren Suchverlauf. Dann könnt ihr hier mal bei meine Vokabeln Vokabellisten erstellen. Hier könnt ihr eure Notizen einsehen und das Ganze auch noch sichern. Und hier unten sind dann nur noch ein paar Informationen über die App. Aber wir schauen uns jetzt zu guter Letzt nochmal die Einstellungen an. Wenn ihr die App das erste Mal öffnet, werden euch Hinweise angezeigt. Und falls ihr die irgendwann nochmal sehen wollt, könnt ihr das hier in den Einstellungen machen. Dann kann man, wie gesagt, hier noch mehrere Sprachen einblenden lassen, wobei ich eben nur Deutsch eingeblendet habe. Es gibt hier viele Sachen, die man noch einstellen kann oder aktivieren kann. Eine Sache, die ich vielleicht noch ganz praktisch finde, ist diese hier. Und zwar heißt die Zwischenablage automatisch durchsuchen. Wenn ihr diese Funktion aktiviert habt und ihr in der Zwischenablage einen japanischen Satz habt, das heißt, wenn ihr von irgendwo einen Satz kopiert habt, und dann diese App öffnet, geht sie automatisch in den Analysator und analysiert diesen Satz. Anfangs hatte ich das aktiviert, da das echt praktisch war, aber da ich mittlerweile selbst sehr viel Japanisch an meinem Handy schreibe und öfter mal irgendwas Japanisches in der Zwischenablage habe, was ich nicht unbedingt direkt übersetzt haben möchte, habe ich die Funktion dann irgendwann ausgeschaltet, aber für den Anfang ist das echt praktisch. Und vorhin habe ich auch gesagt, dass man sich in der Kanji-Übersicht noch sehr viele andere Dinge einblenden lassen kann. Das könnt ihr halt hier alles einstellen. Aber da gibt es so viele Sachen und ich weiß auch gar nicht bei allen, wo die alle herkommen. Deswegen habe ich das alles ausgeblendet, einfach damit es übersichtlicher ist und ich habe, wie gesagt, nur Remembering the Kanji aktiviert. Das sind eigentlich so die wichtigsten Funktionen, die diese App hat. Und ich muss sagen, das ist mein liebstes Wörterbuch. Vor allen Dingen, da es halt auch sehr, sehr viele deutsche Übersetzungen gibt. Wenn ihr die App und das darin enthaltene Wörterbuch einmal runtergeladen habt, könnt ihr die sogar offline benutzen. Und das war's dann auch schon wieder von mir heute. Und schaut mal, meine süße Totoro-Case. Yay!
Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu der App oder so habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Satoru sagt Tschüss!